Viele Menschen assoziieren ja einen dünnen Körper bzw. dürre Menschen als schwach, kränklich, können nichts heben oder sowas und haben wahrscheinlich noch irgendwelche Essstörungen, magersüchtig oder sowas. Und da muss ich dann schon mal meine Erfahrung sagen, ja, okay, so Knochen oder bist abgemagert, das ist dann schon eine andere Augenweide, aber man muss es auch so sehen, dass dieser Körper ein aerobischer Körper ist und wie gesagt, wir ja nicht vom Essen leben, sondern mit dem Essen und wir letztlich nicht essen müssen, sondern ja, dass wir halt einfach ja das Essen nutzen für die Entgiftung. Habe ich auch schon in einem anderen Video erzählt in dieser Reihe. Und es ist halt einfach so, dass der Körper ein aerobischer Körper ist. Und wenn wir Muskeln aufbauen, und wir bauen nicht Muskeln auf, indem wir essen, wir bauen Muskeln auf, indem wir trainieren, weil ich werde auch nicht zu einem Musikanten, wenn ich irgendwas trinke oder wenn ich irgendwas esse, dann erhalte ich die Fähigkeiten auch nicht. Und genauso ist es bei Krafttraining, wenn ich Muskeln aufbauen möchte oder ja, einen aerobischen Körper, dann trainiere ich, dann bewege ich mich, mache Sport zum Beispiel. Und das ist halt einfach ja, der Punkt, dass wenn man Muskeln aufbaut, dann ist man zum Beispiel bei der Rohkost, es kommt immer wieder in einem Punkt, dass die Leute einfach nicht zu viel abnehmen wollen oder jetzt so mit ihrem Körper zufrieden sind, aber nicht dabei berücksichtigen, dass durch die ganzen Schleime, die in den Muskeln sind, in den Knochen, in dem Fettgewebe und alles mögliche, wir einen falschen Körper aufgebaut haben. Und wenn wir dann Sport machen, also Sport ist halt wegen Lymphen ein Entgiftungssymptom und auch die Rohkost, dass wir diesen falschen Körper abbauen. Der Körper will das nicht haben, der scheidet das dann aus. Und das kommt dann dazu, dass er dann man zum Beispiel Zähne verliert, die Zähne gelb werden, Muskeln verliert, wenn man es zu schnell macht und dann einfach dürr wird und sehr dünn wird. Der Darm zum Beispiel auch, weil da sehr viel nicht ausgeschiedener Kot ist, dass dieser halt dann auch ausgeschieden wird und dann einfach zum Beispiel Schwabbelarme, Schwabbelbeine oder auch beim Hintern oder sowas, das einfach mal verliert, weil man das halt einfach nicht braucht. Dieses Fettgewebe ist einfach nur Polster, Giftpolster, damit das Gewebe zum Beispiel vom Körper nicht beschädigt wird und dann macht halt sowas. Und wenn man sich zum Beispiel manche Menschen anschaut, die richtig voluminös sind, das geht zwar immer weiter. Es gibt ja Leute, die sind unbeschreiblich dick, haben halt eine Wampe oder sowas. Und das kann halt zum Beispiel ein Grund sein, dass halt sehr viele Gifte dort abgelagert sind und man auch nicht mal die tiefe Bauchatmung über das Zwerchfell machen kann und die Entgiftung dadurch auch gebremst sind. Aber jetzt muss ich halt sagen, ich baue auch wieder auf meine Rohkost, mit meinem Essverhalten und meine Lebensweise. Ich wiege halt auch, wie gesagt, habe ich im letzten Video gesagt, fast 60 Kilo, baue auch sehr viele Muskeln an. Auf, fühle mich dann auch sehr agil und stark, also wie gesagt, also agil, sehr beweglich bin ich, auch durch das Dehnen und auch trotzdem, man mag es gar nicht glauben, aber trotzdem sehr stark. In dem Zusammenhang, dass halt viele Bodybuilder halt aufgeplusterte Muskeln haben mit Säuren und sowas und es keine wahre Muskelkraft ist und dünne Menschen halt zum Beispiel, die auch ihren Körper reinigen, haben dann wirkliche Muskelkraft oder wirkliche Muskeln und dann sieht man dann, wie viel Kraft die haben. Und meine Erfahrung auch mit der Kampfkunst, man hat auch weniger Kraft oder Energieaufwand, Energie weiterzugeben, halt auch etwas zu schieben oder sowas. Das ist dann nochmal ein anderer Faktor, der dazukommt. Und auch gibt auch viele Naturvölker und auch Menschen, die auf dem Land leben, zum Beispiel in Okinawa habe ich das irgendwo gelesen, dass halt die Leute, die sind zwar recht dürr oder dünn, mit unseren Verhältnissen, aber leben ein sehr langes Leben, also viel länger als wie bei uns. Und es ist halt immer dieser Irrglaube, man muss halt so diese Hamsterbäckchen wie zum Beispiel bei Babys haben. Also wenn ein Baby Hamsterbäckchen hat, dann ist es gesund. Für mich, jetzt ohne Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist es ja mehr oder weniger, dass halt diese Kinder bzw. diese Babys, wenn sie auf die Welt kommen, aufgeplustert sind mit Giften, mit Schleim und sowas und deswegen diese Bäckchen zum Beispiel haben oder auch so ein bisschen wie eine Kanonenkugel. Habe ich wirklich mal welche gesehen, die sahen dann aus wie Kanonenkugel. Und das ist halt einfach nur
Ansammlungen von Giften meines Erachtens nach. Das ist jetzt so meine Sichtweise, wie ich sie, kann sie natürlich auch irren. Wie gesagt, das ist alles in der Neutralität beobachten, meine Erfahrung, meine Sichtweise. Wie gesagt, konstruktiv könnt ihr auch gerne eure Sichtweise schreiben. Das ist halt wieder so ja, meine Sichtweise, ne? Ganz allgemein auch in dieser Reihe hinweg, immer ganz allgemein alles neutral betrachtet. Ich darf mich natürlich auch irren, neue Erkenntnisse haben, ist alles ein Entwicklungsprozess. Ein Punkt ist halt noch dieser soziale Aspekt, das hat viele Leute, dünne Menschen, abwertend auch sehen. Das durfte ich auch sehr oft erfahren, auch in ein paar YouTube-Videos. Falls einige Leute das sehen und sich angesprochen fühlen, ihr Schlingel, ihr. Also das ist manchmal nicht sehr nett, sowas zu machen. Jetzt ist es mir relativ wurscht, aber das ist halt dann auch wieder so ein sozialer Aspekt, weil die Leute, wie ich vorhin erwähnt habe, dünne Menschen halt sehr ungewöhnlich sind und dann irgendwie meinen, es wäre eine Krankheit oder sowas. Und da braucht man schon manchmal auch wirklich ein dickes Fell. Man muss auch über sich selbst lachen, aber auch den Körper akzeptieren, so wie der im jetzigen Standpunkt ist und auch keine Idealen nachlaufen. Sei es jetzt unabhängig davon, dass man jetzt unbedingt 80 Kilo wiegen muss oder irgendein Modetrend oder sowas nachlaufen muss. Jetzt unabhängig davon, ob man jetzt dünn ist oder sowas. Wenn man auch zum Beispiel 20 Kilo zu viel auf der Waage hat oder sowas. Wenn man damit glücklich und zufrieden ist, lebt doch damit so. Das ist dein Körper. Wenn du es so haben möchtest, dann ist es halt so. Dann ist es halt auch okay. Nicht irgendwie irgendein Modetrend hinterherlaufen, dass man unbedingt ein Sixpack haben muss oder dass man unbedingt das tragen muss oder dass man unbedingt 80 Kilo bei der Körpergröße von 1,80 haben muss oder sowas. Muss nicht alles. Einfach ausprobieren und individuell auch sein und so sich wohlfühlen, wie man halt auch ist in dem jetzigen Zeitpunkt. Wenn man was ändern möchte, dann ändert man es halt einfach eben. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist einfach ein Körpergefühl zu entwickeln. Sei es jetzt, ob man dünn, dick, groß, klein, einfach das Körpergefühl entwickeln. Wie verhält sich mein Körper? Wo stehe ich gerade mit der Entgiftung? Und wie kann ich mich dann auch im Vergleich, wenn ich zum Beispiel dieses Video höre und meine Erfahrungen, Informationen erhalte, wie integriere ich das in mein Körpergefühl mit ein, damit es mir jetzt zum Beispiel nicht schlecht geht? Und da möchte ich dann nochmal in dem letzten Video, was ich jetzt noch abdrehen werde, euch dann noch ein bisschen Bezug dazu geben, welche Tipps ich euch noch zusätzlich auf den Weg geben möchte, um halt zum Beispiel diesen ganzen Prozess, der halt mit der Rohkost einhergeht, mit der Reinigung, nochmal ein bisschen angenehmer zu gestalten und dass ihr auch vielleicht von meinen Fehlern nochmal zusätzlich nochmal lernen könnt. Darum, wie immer, ist es jetzt hier ein optimaler Zeitpunkt, den Kanal kostenlos zu abonnieren und dabei auf die Glocke drücken, weil ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Freut mich natürlich. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr wieder einiges mitnehmen konntet oder euch das Video auch gefallen hat und euch geholfen hat, über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns ja, in dem nächsten Video hier im Peace-Projekt, hier auf dem Kanal, im Garten, vielleicht auch draußen in der Natur. Keine Ahnung, kann ja auch mal passieren. Hab schon einige von euch getroffen. Macht wirklich Spaß, mit euch zu reden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.